Wetterlogbuch Captain McDermott, Sternzeit 54588,0. Nach der geglückten Übernahme der USS Douglas haben wir etwas kennengelernt, das von den Borg Technologie 2702 genannt wird. Wir glauben, dass die Borg durch diese Technologie aus dem Delta-Quadranten kommen. Wir wissen nichts Genaues über ihre Position, doch die Sternenflotte ist der Ansicht, dass unsere gegenwärtige Position perfekt für einen Angriff auf dieses Tor geeignet sei. Die Nebel hier bieten ausreichenden Schutz vor der Entdeckung durch Langstreckensensoren. Leider befindet sich dieses Gebiet sehr nah an der romulanischen neutralen Zone. Das romulanische Imperium droht, jedes Schiff anzugreifen, das sich über die Grenze bewegt. Die Enterprise ist entsandt worden, um meine Flotte hier zu treffen und uns bei der Sicherung des Quadranten zu helfen. Aber ich habe noch keine Nachricht von ihr erhalten. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Star Trek Armada 2. Wir sind in Mission Nummer 4, wenn ich richtig mitgezählt habe, entlang der neutralen Zone. Vernichten Sie die Borg in diesem Sektor. Die Enterprise sollte in Kürze zu Hilfe kommen. Achten Sie darauf, nicht in die neutrale Zone zu gelangen. Durch die Erforschung des Tachyon-Detektionsgitters können Sie getarnte romulanische Schiffe sehen, die entlang der neutralen Zone patrouillieren. Durch den Bau eines vulkanischen Forschungsinstituts können Sie die lebenserhaltenden Fähigkeiten Ihrer Schiffe erweitern, um wirksamer gegen die Auswirkungen des Nebels zu sein. Ziele: Erforschen Sie das Tachyon-Detektionsgitter, um die romulanischen Patrouillen zu entdecken. Bauen Sie ein vulkanisches Forschungsinstitut, um Ihre Schiffe zu verbessern. Bauen Sie eine verbesserte Wehr, vernichten Sie alle Borg. Klingt erstmal simpel, nicht unbedingt, aber naja, es klingt erstmal, ne? Darauf können wir uns verständigen. Bestätigt, Sternenflotte. So, du baust erstmal da eine Sternbasis. Du baust hier eine Fördereinrichtung. Und ihr seht euch mal in der Nähe um, ob wir hier irgendwo einen Planeten haben, den wir besiedeln könnten. Ein neuer Kurs. Ändern Sie den Kurs. Befürchte aber in den. Ach, waren wir jetzt gerade wieder mit einem Schiff im Weg? Ich vermute mal. Ein kluger Plan. Bewaffnet und bereit. Stationsbau begonnen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Steuermann, ein neuer Kurs. Alle Sektionen in Moment, Bereitschaft. Moment, das könnte. Naja, immerhin. Zwar nicht zum Besiedeln, aber immerhin ein Planet, an dem wir Metall kriegen können. So, du warst noch ein bisschen länger, das heißt, du wirst wahrscheinlich da die Metallfördereinrichtung bauen. Bewaffnet und bereit. So, Nebel. Das sieht aber nicht aus wie Nebel. Das sieht aus wie ein Gravitationsfeld. Yes. Klasse M, sehr schön. Alle Sektionen in Bereitschaft. Alles klar, dann geht ihr schon mal wieder zurück. Bewaffnet und bereit. Stationsbau abgeschlossen. Setzen Sie einen neuen Kurs. Machen wir erstmal hier hinten die Metallfördereinrichtung. Bestätigt, Sternenflotte. Und da machen wir dann auch noch eine, einfach damit wir genug Metall bekommen. So, hier wird nachbemannt. Was war hier das Cap? Achso, hier gibt noch gar kein Cap, weil wir die Sternbasis noch nicht stehen haben. Okay. Aber wir haben es ja gleich. Stationsbau abgeschlossen. So, Minenfrachter. Und neu bemannen. Und erstmal ein bisschen was zur Abwehr hier hinsetzen. Schiffsbau abgeschlossen. Mach ich. So, du bist schon fast da. Sehr schön. Was haben wir da? Ein Ferengi. Ich glaube, er macht Profit. Das beim Ferengi. Crazy. Bereit zur Arbeit. Ich frage mich, ob der zwischen den Grenzen patrouillieren darf. Ich würde einfach mal davon ausgehen. Stationsbau begonnen. Bereiten Sie den Andockbereich vor. Bewaffnet und bereit. Guck mal kurz, nicht, dass da ein oder zwei Schiffchen lauern. Weil ich möchte nicht jetzt ein Konstruktionsschiff hier hinschicken, nur damit es direkt abgeknallt wird. Ändern Sie den Kurs. Bewaffnet und bereit. Kursänderung. Warte mal, ist hier noch ein Planet? Ja, könnte sein. Stationsbau abgeschlossen. Yes, Klasse H Planet.
Oh, hier ist ein Delizumone. Toll, hätten wir mal da unsere Sternbasis hingebaut. Verdammt. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Haben wir genug Geld für noch eine? Hätten wir sogar. Geil. Wisst ihr was, dann bauen wir hier einfach noch eine hin. Ein kluger Plan. Wir haben's ja. Scheiß drauf. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Oha. Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Kursänderung. Bewaffnet und bereit. So, dich hätten wir. Oh, das ist natürlich jetzt nicht schön. Bestätigt, Sternenflotte. Setzen Sie einen neuen Kurs. Das ist ein logischer Befehl. Alle Sektionen in Bereitschaft. Aber immerhin sind wir hier nahe Latinumnebel. Sehen wir es doch mal positiv. Ändern Sie den Kurs. Ach gut, unsere Sternbasis, die hat doch schon für Ordnung gesorgt. Das beruhigt mich. Unterwegs. Warte mal, mach das mal bitte auf Höhe 0, nicht auf dieser Höhe da ganz unten. Das ist ein logischer Befehl. Stationsbau begonnen. Stationsbau begonnen. So. Wollen wir uns ein weiteres Konstruktionsschiff gönnen? Ich weiß gerade nicht. Ach, guck an, Reparaturschiff. Sehr schön. Ah, kostet wieder 150 Crew und 2 Offiziere. Und wer weiß, wie viele Schiffe wir in dieser Mission brauchen. Da würde ich lieber das Captain dafür offen halten. Bewaffnet und bereit. Bewaffnet und bereit. Bleib mal lieber ein bisschen näher da. Machen wir hier nochmal ein bisschen Verteidigungsmaßnahmen hin. So, zur Hälfte steht das Ding schon. Das ist gut. Wenn es vollständig stehen würde, wäre es natürlich besser. Achso, das sind Sensor verlangst. Okay, das dürfte dann die Grenze sein. Ich dachte nur nicht, dass das Sensor verlangst sind. Aber andererseits, woher sollten wir es sonst sehen, ne? Es macht schon alles irgendwo Sinn. Bestätigt. Wollen wir schon mal ein, zwei Schiffe der die Feindklasse bauen? So, gönnen wir uns mal 5 Stück. Dass wir zumindest mal schon mal eine kleine, aber feine Truppe haben. Schiffsbau abgeschlossen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Stationsbau abgeschlossen. Ja, das war leider nicht die Station, sondern hier Schiffsbau abgeschlossen. Unsere Pulskanone. Aber auch gut. Das ist ein logischer So, dann erstmal eine Forschungsstation. Alle Sektionen in Bereitschaft. Alle Sektionen in Bereitschaft. Sehr gut, die Sternbasis steht. Nice. Bestätigt, Sternenflotte. Stationsbau begonnen. Schiffsbau abgeschlossen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bestätigt, Sternenflotte. So, dann haben wir gleich schon mal unsere kleine, aber feine Flotte. Abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bestätigt. So, wenn wir die Forschungseinrichtung haben, sollten wir auch den Planeten kolonisieren können. Ach, warte mal, hier, die Lithium. Latinum meine ich. Ich vergesse immer Latinum, das ist unglaublich. Bereiten Sie den Andockbereich vor. Schaffen mehr Platz im Frachtraum. So, du kannst schon mal anfangen. Bis du da bist, ist das Ding auch fertig. Schiffsbau abgeschlossen. Stationsbau abgeschlossen. Das ist ein logischer Befehl. Alles klar. Schiffsbau abgeschlossen. Ändern Sie den Kurs. Na, wobei. Und bereit. Noch drehen Sie ab. Sie wissen, glaube ich, selber noch nicht so ganz, wohin die wollen. Ein neuer Kurs. Mach ich.
Mach ich. Station wird angegriffen. Statusbericht. Puh, das ist frech. Alle Sektionen in Bereitschaft. Feuer, volle Kraft. Bringen Sie uns in Waffenreichweite. Feind angegriffen. So. Schön runter auf deren Level gehen und dann einfach abknallen. Sehr gut. Bewaffnet und bereit. So. Nee, nix, da kommen noch mehr kleine Larrys, die uns ärgern wollen. Abgeschlossen. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Alle Sektionen in Bereitschaft. Stationsbau abgeschlossen. Bringen Sie uns in Waffenreichweite. So. Forschungseinrichtung haben wir. Sehr gut, dann machen wir die Wissenschaftsstation als erstes, damit wir bald schon Schiffsbau begonnen. Stationsbau ein paar Torpedogeschütze begonnen. Bauen können. Damit wir auch hier schön weiter an unser Metall kommen. So, du bist ja auch gerade mit nichts mehr beschäftigt, deswegen gönne uns doch mal ein paar Geschütze, die uns hier unterstützen. So, dann. Schiffsbau abgeschlossen. Bestätigt. Zuerst mal. Wobei, nee, ich warte mit dem Detektionsgitter, weil das ja ein Missionsziel ist und vielleicht dann noch andere Events triggern. Ich baue mir erstmal mal ein bisschen meine Flotte aus. Kolonisation gestartet. Muss ich hier eigentlich noch neu bemannen? Yo. Ich fordere zusätzliches Personal an. Schiffsbau abgeschlossen. Ausführung nicht möglich. So, einmal alle bitte dahin. Alle Sektionen in Bereitschaft. Ändern Sie den Kurs. Denn ich will hier siedeln. Stationsbau abgeschlossen. Ausführung nicht möglich. Also. Kolonisation gestartet. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Statusbericht. Ihr könnt euch mal reparieren lassen. Kolonisation erfolgreich. Bestätigt. Ich warte jetzt erstmal, bis ich. Also mit weiteren Schiffen warte ich erstmal, bis ich die verbesserte Werft habe, weil vielleicht kann ich da viel tollere Schiffe bauen. Also was, ich kann auf jeden Fall tollere Schiffe bauen, ne? Nur ich weiß halt noch nicht, welche genau. Und entsprechend weiß ich noch nicht, wie viel ich aus der einfachen Werft haben möchte. Station wird angegriffen. Och, ey, warum trollt ihr uns so? Ändern Sie den Kurs. Meine Fresse. Kolonisation erfolgreich. Feind angegriffen. Oh, jetzt geht's aber doch ein bisschen ab. Kursänderung. Eieiei. Ja gut, dann. Das ging so gerade nochmal gut. Bereiten Sie den Andockbereich vor. So. Dann jetzt erstmal hier noch ein paar. Bestätigt, Stern. Ein paar Torpedos. Obwohl, nee, wir machen erst die verbesserte Werft, damit wir endlich wissen, was wir alles in dieser Mission haben für Schiffe. Bestätigt. Aber du darfst gerne noch ein paar. Bestätigt, Stern. Torpedogeschütze aufstellen. Stationsbau begonnen. So, zwei Planeten erfolgreich besiedelt. Und wir haben zu wenig Dilithium für weitere Planetenschilde. Oh, die sind aber auch teuer. 1500. Das ist in der Tat sehr happig. Aber nun gut. Dann warten wir mal ab. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Können natürlich auch eine Handelsstation mal bauen, dass wir uns da nicht immer so abhängig von unseren Produktionsketten machen. Sondern auch einfach Sachen gegen Latinum eintauschen können. Statusbericht. Och Mensch, ey. Ihr nervt. Bewaffnet und bereit. Bringen Sie uns in Waffenreichweite. Ich brauche gleich mal ein paar Torpedogeschütze hin und dann ist das Thema durch. Bringen Sie uns in Waffenreichweite.
Dass du da direkt an meinen Planeten packst, finde ich jetzt alles andere als geil. Statusbericht. Energie wird in Waffensysteme umgeleitet. So, lassen wir mal ein paar Minen liegen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Alle Sektionen in Bereitschaft. Initiiere neues Angriffsmuster. Kursänderung. So, was macht die verbesserte Werft? Abgeschlossen. Okay, mein hier ist schon mal was fertig. Ein kluger Plan. Wir haben uns dann noch eine zweite, weil die einfach eine Macht sind. Haha. Willkommen im Minenfeld. Seine Einwohner, du. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Stationsbau begonnen. So, komm, mach hin. Ich will wissen, welche Schiffe ich alle haben kann. Feind angegriffen. In der verbesserten Werft können Kriegsschiffe der Galaxy-Klasse gebaut werden. Galaxy-Klasse, nice. Sehr schön, da werden wir uns auf jeden Fall welche von gönnen. Zu wenig Dilithium, zu wenig Dilithium, zu wenig Dilithium. Ja, ich weiß, aber wir werden ja irgendwann mal genug Dilithium haben. Oh, du, lass dich mal ganz schnell reparieren hier. Bewaffnet und bereit. Und ich hab's verloren. Shit. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Gut, dass es kein Missionsziel war, dass man dieses Schiff behalten muss. Schiffsbau begonnen. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Oh Mann. Bereiten Sie den Andockbereich. So, was kostet denn eine Handelsstation? Oh, 750 von allem. Zeigen Sie mir die Sterne. Das werde ich mir aktuell nicht leisten können. Planetenschilde sind einsatzbereit. Stationsbau abgeschlossen. Bereiten Sie den Andockbereich vor. Schiffsbau abgeschlossen. Juhu, immerhin ein Schiff der Galaxy-Klasse. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Station wird angegriffen. Oh, nur noch 38 Larrys da drauf. Na, das ist nicht so geil. Schiffsbau begonnen. Feind angegriffen. Energie wird in Waffensystemen. Unsere Langstreckensensoren haben die Enterprise erfasst. Sie ist anscheinend beschädigt und wird in einigen Minuten hier sein. Wir müssen ihr Reparaturschiffe entgegenschicken. So, vernichten Sie die Borg. Das hatten wir schon. So, bauen Sie Reparaturschiffe. Energie wird in Waffensysteme umgeleitet. Oh je, da driftet ein Schiff. Was ist das? Triebwerke. Ja. Schiffsbau abgeschlossen. Zeigen Sie mir die Sternenkartografie. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. So, was brauchen wir denn für das Reparaturschiff? Ah, das ist die vulkanische Forschungsstation. Und dafür brauchen wir noch mehr Dilithium. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. So, jetzt habe ich das eine Schiff leider verloren. Kehre zur Basis zurück. Bestätigt. Schiffsbau abgeschlossen. Zu wenig Dilithium. Alle Sektionen in Bereitschaft. Schiffsbau begonnen. So. Wir stoppen jetzt erstmal den weiteren Bau von Schiffen. Damit wir endlich mal weiterkommen hier. Sonst wird das ja nichts, sonst dauert das ja wieder ewig. Bestätigt. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Wo ist mein Limit aktuell? 12.000, ja, das sollte wohl reichen. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Wir gönnen uns jetzt aber hier nochmal ein paar Torpedo. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Station? Heißt nicht Torpedostation? Geschütze, ne? Ey, warum komme ich mit Worten heute so durcheinander? Irgendwie bin ich heute nicht so ganz auf Zack. Bin mental nicht ganz auf Kante gebügelt. Stationsbau begonnen. Bestätigt. So, hier dürfte soweit alles sicher sein. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwann die Sovereign-Klasse bauen können, weil die ist einfach eine Macht. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Aber das wird in dieser Mission leider nicht mehr passieren.
Oh, da kommt uns ein bisschen viel entgegen. Bestätigt, Sternenflotte. Würde ich sagen, könnten wir doch hier schon mal ein paar Minen auslegen. Machen Sie einen Logbucheintrag. Feind angegriffen. In Bereitschaft. Oh, 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 oh. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Bestätigt, Sternenflotte. Auf Gefechtsstation.